Am Freitag, dem 12. Februar 2021, wurde ich Zeuge, wie ein Migrantenboot in einem Hafen im Südosten von Gran Canaria eintraf. Um die Mittagszeit war ich dort zum Angeln gegangen, als ich dieses Szenario beobachtete. Sehr routiniert und ruhig kletterten die Migranten aus dem Boot und zogen sich um. Die Seenotretter kamen zu spät und suchten vergeblich auf offener See. Laut Medienangaben soll es sich um 30 Personen aus Marokko gehandelt haben. Ich hätte die Zahl geringer eingeschätzt. Auch die Abholung durch das Rote Kreuz und die Policía Nacional wirkte sehr routiniert. Das ist auch nicht verwunderlich. Es sind doch inzwischen fast 30.000 Migranten aus Afrika auf den Kanaren eingetroffen. Ob die Migranten wirklich mit diesem Motörchen alleine den Weg von Marokko geschafft haben und das bei 12 Knoten Seitenwind, ist fraglich.